Der Tesla-Chef Elon Musk reißt sich am Dienstag den Kurznachrichtendienst Twitter für fast 44 Milliarden Dollar unter den Nagel und will ihn von der Börse nehmen. Mit großer Internetreichweite kommt auch große Verantwortung. Twitter hat weltweit immerhin rund 340 Millionen User. Musk wolle auf der Plattform zuallererst zurück zur Redefreiheit. Wie sich so Hass und Hetze im Netz kontrollieren lassen, wird gerade heiß diskutiert. Es kann nicht sein, dass der das meiste Geld hat, bestimmt, was getweetet wird. Meine Sorge ist, dass Twitter zu einer Senkgrube voller antisemitischer, rassistischer, sexistischer Menschen wird, die sagen dürfen, was sie wollen, ohne Konsequenzen. Die große Frage ist nun, muss ich nach fast 15 Jahren Twitter verlassen? Und wenn ja, wohin gehe ich? Und wer kommt mit? Erstmal müssen die Aktionäre das Angebot noch annehmen. Dann könnte Twitter bis Ende des Jahres Elon Musk gehören. Hey, I'm on vacation. Pauschalreise ins All. Am Montag kehrte die erste komplett privat organisierte Mission von der Internationalen Raumstation zurück. Weltraumunternehmen und Reiseveranstalter Axiom Space schickte ein Team aus drei Geschäftsleuten und einem früheren Astronauten mit einer SpaceX-Rakete in den Urlaub ins All. Wenig Beinfreiheit, aber Top-Sehenswürdigkeiten. Das Rennen um den kommerziellen Weltraumtourismus ist schon lange eröffnet. Hallo, kommen Sie jetzt auf den Markt, wollen Weltraumtourismus machen? Und da wird eben gepusht. Nicht planen ließ sich aber das Wetter auf der Erde, weshalb die Urlauber ihre Ferienwoche im All verlängern mussten. Aufpreis pro Tag 35.000 Euro. Für sie sicherlich kein Problem, denn allein für Kost und Logis hatten sie pro Person 51 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Die Schauspieler Johnny Depp und Amber Heard streiten sich aktuell in einem Filmreifenprozess um viele Millionen Dollar Schadensersatz. Jetzt erregte die Diagnose einer Psychologin großes Aufsehen. Heard leide an einer Borderline-Störung. Sie sei emotional instabil und neige zu Wutausbrüchen. Die beiden waren von 2015 bis 2016 verheiratet. Heute verklagen sie sich gegenseitig auf Verleumdung in einem Prozess um häusliche Gewalt. Seit dem 12. April kommen immer mehr Details der toxischen Beziehung ans Licht. Der gesamte Prozess ist live auf YouTube zu sehen. Quasi Reality-TV mit ähnlich dramatischen Konflikten. What are you referring to when you say you lost a finger? A very large bottle of vodka severing my index, my middle finger in Australia. Die ganze Welt blickt auf das Scheitern einer Ehe und vergisst dabei die Ernsthaftigkeit des Themas häusliche Gewalt. Noch ist völlig offen, wem im Prozess etwas nachgewiesen werden kann. Vier weitere Wochen sind angesetzt. Als nächstes wird Amber Heard zu Wort kommen. Keine guten Aussichten, die Minister Robert Habeck heute zum Wirtschaftswachstum in Berlin präsentierte. Ob für Lebensmittel, fürs Heizen oder Kochen, alles wird teurer. Aber das Geld im Portemonnaie wird leider nicht mehr. Deshalb will die Bundesregierung die Bürger finanziell unterstützen und hat das Energieentlastungspaket auf den Weg gebracht. Zugfahren im Sommer für 9 Euro im Monat durch ganz Deutschland und weniger Steuern auf Sprit. Das alles für 3 Monate. Für jeden, der arbeiten geht, gibt es zudem einmal 300 Euro brutto, um die höheren Energiekosten etwas abzufedern. Und auch Eltern können sich freuen. Für jedes Kind soll es einmalig 100 Euro geben. Das Ganze muss noch vom Bundestag beschlossen werden.